Ich würde jetzt ganz kurz erst zum Schmied irgendwo gehen, aber hier ist ja keiner. Da können wir nicht, weil... Geht ja noch nicht da. Ich würde aber schon ganz gerne erstmal alles wegbringen. Das ist ein bisschen angenehmer dann. Kommt plötzlich hier Angst auch her, ja, ne? Schick mein Flügel, oh, da ist ein Huhn. Dick, die Damen betteln um einen Fick. Da war ein Huhn. Vogelfeder. Plötze? Ah, da oben kommt da, Junge. Oh, sorry. Diese Jugend heutzutage. Ah. Alle weich in der Birne. Plötze, du musst mir helfen. Nicht da lang. So. Düm, düm, düm. Düm. Wo war denn hier? Die war doch eigentlich gar nicht schlecht, ne? Oder nee, wo war denn das? Da. Und dann links rum, ne? Rein und links rum. Aber ich versuch's mal mit Plötze. Ah, okay. Hier, da, runter. Okay. Sehr schön. Und wenn er nur so geht, sind wir trotzdem noch schneller. Wir glauben, dass Mieke mit Hexerei zu tun hatte. Hier ist schon klar, dass Hexenjäger in der Stadt sind. Die Hexenjäger. Ach, da ist ein Friseur. Lang lebe der König. Bin ich richtig? Kurz gucken. Ja, sieht gut aus. Geradeaus. Da vorne können wir das Brett nochmal abnageln, wa? Einfach aus Prinzip. Oh, tut mir leid. Hey! Ich will nicht mit dir reden. Los, nicht lange die Fackel zugegriffen. Ich bin auf ein Pferd. Oh, tut mir leid. Die besten Waren. So. War hier nicht. Hä? War nur ein Rüstungsschmied hier, ne? Aber ist ja egal. Ah, ja, ja, okay. Ja gut, dann gehen wir dahin. Was kann ich denn Hilfe. Dann verticken wir da ein bisschen was. Wir können ja wohl auch Werkzeug reparieren. Waffen reparieren. Papi, Wegsanstrengung? Was macht denn so ein komischer Vogel hier? Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. Mahlzeit. Sei gegrüßt. Nanu, ein Hexer. Ah, bitte nicht. Irgendwas sagt mir, dass ich etwas Interessantes zu tun bekomme. Sieht nicht so aus, als hättest du zu wenig zu tun. Ach, das, ein Auftrag der redanischen Armee. Aber Spaß macht mir der nicht. Da waren wir noch nie. Es ist immer wieder das Gleiche. Erfordert kein Geschick. Willst du dein Handwerksgeschick perfektionieren? Natürlich. Mit dem Handwerk ist es wie mit der Liebe. Verfällt man in einen Trott, kriegt man es erledigt, aber Begeisterung erntet man nicht. Also,
Hast du irgendwelche Spezialaufträge für mich, damit ich in Form bleibe? Die Stimme kommt mir so unglaublich bekannt vor, ey. Klar, wovon denn sonst? Hey Noah, grüß dich. Hallo Noah. Hallo. Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Noah, mir geht's super. Wie geht's dir? Bei dir auch alles gut soweit? Krass, dass du noch weißt, wie ich heiße, Noah. Bin ich sehr oft öfter und gerade bei TikTok. Ich war lange nicht mehr live. Ich bin jeden Tag live. Gut, ich war Samstag und Sonntag nicht live, ja, aber sonst bin ich jeden Tag live eigentlich. Und Freunden vergesse ich nicht den Namen. So. 3% Zeit. Da kann einer weg auf jeden Fall. Also gestern war ich definitiv live gewesen. Gestern haben wir Tiefsimulator gespielt. Und Montag habe ich Minecraft gespielt. Und Sonntag halt nicht. Und Samstag nicht. Und Freitag habe ich SnowRunner gespielt. Und Donnerstag habe ich Larry gespielt. Und. Also ich bin fast jeden Tag auf TikTok, Twitch und YouTube live. Fast jeden Tag. Das sind mir auch eigentlich zu viele hier. Vorhin kriegst du da einfach nichts für, ne? Komm, einen können wir noch wegmachen. Oder du brauchst ein Update. Das kann auch sein, Noah. Vielleicht brauchst du ein Update. Okay. Haben wir wieder ein bisschen mehr Platz, ne? Was hatte der hier so Schönes für uns? So nicht. Hat der hier irgendwas Schönes für uns? Das ist mal Hose. »32 würde sich lohnen, aber das andere, das lohnt sich nicht. Boah, ab 27. Ja, du kannst, siehst ja schon am Level, ne? Dass das nichts bringen würde. Okay. Bis dann. So, wir können wieder rennen. Lies den mysteriösen Brief. Hast du was gegen Bauchschmerzen? Stechend. Hier unterm Gürtel. Okay. Schon gut. Hör auf. Wo ist jetzt der Brief?
Na, hier wahrscheinlich, ne? Mysteriöser Brief. Lesen. König Radovid ist mit deiner Leistung nicht zufrieden. Du solltest die anderen Mitglieder der sogenannten Großen Vier beseitigen. Doch sie sind noch immer am Leben und wissen, welche Rolle du in dem versuchten Attentat gespielt hast. Das war nicht unsere Vereinbarung. Verstecke dich vorerst an dem Ort, den dir der Bote nennt, der diesen Brief überbringt. Und bleibe außer Sicht. Der König hofft, dass die Feindseligkeiten unter den Mitgliedern der Großen Vier das bewerkstelligen, woran du so kläglich gescheitert bist. Gut, ich hätte jetzt da glaube ich nicht lesen müssen, ne? Wäre wahrscheinlich auch so gegangen. Mal. Okay. Sprich mit der über den Verhandlungen. Okay. Oh, das ist aber weit weg. Ach ja, wir sind ja auch viel gereist gerade. Okay, okay. Hier vorne ist ein Schild. Quest abgeschlossen, verschwunden ist. Okay. Dorthin. Nein! Oh! Die Map ist so groß, ich klicke genau auf so ein Scheißschild. Aber ist ja nicht schlimm. Gehen wir rein. Und wie gesagt, ich glaube, so Ausrufezeichen nehmen wir auch gleich mal mit. Das waren noch Zeiten. Mein Kind ist noch mehr Teufel aus dem Leben. Aufrichtige Entschuldigung. Dieser Geruch hier in der Luft. Unten? Au! Okay. Warum habt ihr euer Essen dem Hund gegeben? Weil er hungrig war. Er wäre nicht hungrig, wenn er sich einer anständigen Arbeit machen würde. Ups. Oh, er pennt da erstmal eine Runde. Schweine. Überall Schweine. Ruhe. Also ja, wie Bella ja auch vorhin gesagt hat, ne, es ist sehr lang. Und guck mal, was man hier jetzt so zum Beispiel alles findet. Ne? Natürlich, wenn man das Spiel komplett so richtig, ich will es ja so richtig spielen, ne, aber ich... Guck das doch mal an. Vor allem, es ist ja teilweise auch sehr viel zu lesen, ne? Wenn ich wahrscheinlich, wenn ich es alleine spielen würde, ohne Dingsbums, ne? Dann vielleicht. Dann würde ich vielleicht das öftere mal lesen, ja. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Stehst du in Kontakt mit Radovid? Witzig wie immer. Ich habe keinen Kontakt zu ihm und ich würde es gerne dabei belassen. Er hat dir die Verschwörung mit Philippa Eilhardt wohl nie verziehen. Radovid verzeiht nicht. Nichts und niemandem. Mir nicht und schon gar nicht einer Logenzauberin. Hast du etwas Neues von Philippa Eilhardt gehört? Nur Gutes. Das heißt? Nachdem Radovid ihr die Augen ausgestochen hat, ist sie spurlos verschwunden. Mit ein wenig Glück liegt sie jetzt in der Gosse. Ich dachte, ihr hättet euch nahe gestanden. Das war einmal, bis mir Philippa Mörder auf den Hals gehetzt hat. Vom Meisterspion zum Meisterverbrecher. Interessante Entwicklung. Warum? Sie sind sich sehr ähnlich. Beide pflegen ein Netzwerk von Informanten und sind hartnäckige Unterhändler. Bestechungen, vereinzelte Mordanschläge... Immer die gleiche Leier. Ja, außer man tut es aufgrund irgendwelcher Ideale. Und jetzt? Jetzt finde ich, dass ich genug für Ideale gekämpft habe. Zeit, mich um mich selbst zu kümmern. Und bis jetzt läuft das sehr gut. Willi,
Hurensohn Junior arbeitet mit Radovid zusammen. Wenn das stimmt, steckt Hurensohn bis zum Hals in der Scheiße. Hast du mit Redanien gebrochen? Sympathien haben damit nichts zu tun. Hurensohn hat sich mit unserer Vereinbarung den Arsch abgewischt. Das ist Verrat, in wessen Diensten er auch steht. Ich brauche jemanden, der mich zu Junior bringt. Du musst doch noch Kontakte zu den Redaniern haben. Ich nicht, aber du. Hilf mir auf die Sprünge. Temeria, ehemaliger Kommandant der Blauen Streifen. Klingelt's? Vernon Roche. Er hat sich mit seinen Männern in einem Lager bei Ochsenfurt verschanzt. Ein Besuch von dir dürfte seine Stimmung heben. Okay. Dann machen wir das mal. Die Sachen auf dem Weg, wir gehen erstmal raus hier aus dem Bums, ne? Die Sachen, die auf dem Weg liegen, die versuchen wir wieder abzuklappern, wenn wir irgendwie was dazwischen haben sollten. Fragezeichen oder sowas, ne? Oder irgendein Nest. Kam jetzt auch wieder ein paar Sachen dazu. Durch die Bretter, ne? Bitte mal da rauchen, alles klar, Eggie. Oha, was ist da los? Hep. Nur für Vaneta. Nur für Vaneta den Kopf abgehauen. Scheiße! Ich lass die Scheiße jetzt wirklich liegen. Lass uns am Leben. Dann sind wir gleich wieder voll und wir sind noch nicht mal richtig los. Weg da! Oh, erst mal raus, komm ich aus diesem Bums, ne? Plötzlich schon mal reinpfeifen hier. Ich diene dem ewigen noch Feuer. Mehr Treibgut aus Temerien. Da ist er. Ruhig, Plätze, ruhig. So, dann schauen wir mal. Da sind wir. Und wir müssen wohin? Dort. Ja, wir gehen mal da zu der Dings da hin. Dann können wir das Fragezeichen im Wasser mitnehmen. Ich kann hier nicht schnell reiten? 30er-Zone wahrscheinlich. Okay. Alles Gute. Okay, zeige mal. Schmuggelversteck. Oh, toll. Naja, die nehmen wir aber mal mit. Wer weiß, wofür es gut ist. Ich hoffe, es hat sich wenigstens ein bisschen gelohnt. Morgen ist ein neuer. Nein. Was hat der jetzt weggeschmissen? Aber das kostet, das ist viel Geld. Der kann, die Hose kann weg. Das sind so vier, das ist nichts. Die kommen weg. Das Oberteil behalten wir, es gibt gut Geld. Naja, haben wir trotzdem mitgenommen, ne? Haben wir noch was? Ja, wir könnten das Fragezeichen da oben nochmal mitnehmen und das Einschlagsbrett. Hier lang, ne?
Willst du Gerechtigkeit? Dann heuer den Hexer an. Na ja, komm mal her, Plötze. Ärger? Kannst du haben, wenn du so musst. Pfeifen quasi. Oh, super. Nächstes Mal können wir auch ein paar andere Sachen mal aussortieren. Wir gucken einfach mal, da haben wir bestimmt auch wieder so unfassbar viele Sachen. Klar, die nehmen alles, die nehmen alle nicht viel Platz weg, ne? Gar keinen Platz nehmen die weg. Also eigentlich brauchst du es doch nicht verkaufen dann. Es nimmt auch gar keinen Platz weg. Die Dinger sind auch alle gar kein, also kein Gewicht, ne? Ne, hier alles kein, nimmt alles nichts weg. Brauchen wir uns auch nicht weggeben. Außer wir brauchen irgendwann Geld. Machen wir mal Plätze weiter hier. Na, hey, kommt eben mal aus dem Gebüsch. Lauf, der Hund.